Der Röstprozess ist bei Kim Noack Handarbeit. Immer wieder kreiert er neue Sorten in der Kellerwälder Rösterei. Die aromatische Bohne ist seine Inspiration. Man spricht von über 850 verschiedenen Aromen, die sich in einer Kaffeebohne verstecken. Und meine Leidenschaft und mein Herzblut ist es, alles herauszukitzeln. Und vor allem die Besonderheit der jeweiligen Länder. Wir haben also in Guatemala wunderbar schokoladige Kaffees, in Indien, Indonesien eher dieses würzige und diese fruchtige, säureartigen, betonten Kaffees aus Äthiopien. Es ist einfach ein Wechselspiel der Aromen. Nur allein auf die Farbe verlässt sich der gelernte Barista nicht. Beim Rösten sind alle Sinne gefragt. Generell ist natürlich ganz, ganz wichtig der First Crack. Das ist quasi das erste Knacken, was bei um die 190 Grad passiert. Und zwar passiert dann Folgendes. Die Kaffeebohne, die sehr viel Wasser enthält, dehnt ihr Volumen aus, das Wasser verdampft. Und gerade um die 190 Grad, in dem Fall bei 194, bilden sich die kaffeearomatischen Noten. Hier speziell beim Schwelmer Landkaffee ist es die Note von einem Hauch von Schokolade und Hagebutte, die speziell im Röstprozess festzustellen ist. Und wenn dieser Ton von Hagebutte einfach in der Nase auftaucht, dann ist das für mich das Zeichen, fertig. Die Bohnen stammen aus 14 verschiedenen Anbaugebieten weltweit. Wichtig ist nur, dass sie ausschließlich von Kleinbauern stammen. Dominik Molintwa liefert die rohe Kaffeebohne von Bauern aus Uganda. Handernte wie gewohnt. Sehr gut. Und dann auch noch im Cranberry-Sack. Wow, richtig gute Qualität. Bei uns ist es so, dass wir den Kaffee direkt von den Farmern beziehen und diesen dann gemeinsam mit denen weiterverarbeiten und für den Export vorbereiten. Wir zahlen üblicherweise 30% über dem lokalen Marktpreis. Seit 2 Jahren gibt es die Kellerwälder Rösterei. Mittlerweile sind 22 Sorten entstanden, für jede Zubereitungsart das Passende. Tipps gibt's vom Kaffeesommelier gratis. Also ich empfehle immer natürlich frisches Mahlen. Den frisch gemahlenen Kaffee direkt verwenden, denn Kaffee verliert nach 60% seines Aromas direkt nach dem Mahlen innerhalb von 15 Minuten. Den Kaffee direkt mit heißem, schon mal gekochtem Wasser aufgießen, aber nur 94 Grad verwenden, ansonsten verbrennt der Kaffee. Und wie schmeckt der frisch geröstete und gemahlene Kaffee? Wunderbar weich, ausgewogen, ein Säurespiel und so ein Hauch von Bitterschokolade und Hagebutte. Die Spezialitäten verkauft Noack weit über die Region hinaus. Von Hamburg bis nach Österreich und in die Schweiz reicht die Schwelmer Aroma-Offensive.